Wir haben hier auf der Brücke der Kap San Diego Franziska Hamann zu Gast. Franziska Hamann ist die Referatsleiterin für Volksfeste, Sonderveranstaltungen und bezirkliche Märkte. Und zurzeit hätte sie eigentlich jede Menge um die Ohren. Frau Hamann, normalerweise würden Sie jetzt ja rotieren, wahrscheinlich so kurz vor dem Hafengeburtstag. Ja, genau. Also die Woche vor und am Wochenende des Hafengeburtstages ist natürlich die intensivste des gesamten Jahres. Also, und wir arbeiten auch ein ganzes Jahr lang auf diese drei Tage hin und dann spitzt sich das natürlich alles zu. Also da muss der Aufbau der Veranstaltung koordiniert werden, der Veranstaltungsinfrastruktur, der Hunderten von Schaustellerbuden, der Bühnen und natürlich auch der Schiffe. Also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ja, findet leider dieses Jahr nicht statt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, viele Kommunikationskanäle zusammenlaufen, kurz vor diesem Ereignis wahrscheinlich, und dann vieles auch schief geht, normalerweise vor dem Hafengeburtstag, oder? Also offiziell natürlich nicht. Nein. Aber hinter den Kulissen, das muss auch passieren. Also das finden wir ganz komisch, wenn wir am Abend des Hafengeburtstages, also am Donnerstag, da machen wir auch mal noch so einen Abnahmerundgang mit der Polizei und der Feuerwehr, ob denn auch in Sachen Sicherheit alles so in Ordnung ist, ob die Fluchtwege ausreichen und so weiter. Und danach setzen wir uns eigentlich immer im Portugiesenviertel zusammen, wir als Team, essen nochmal eine Pizza, den Laden sage ich jetzt nicht, um keine Werbung zu machen. Und wenn dann alles gut geklappt hat, dann gibt das ein komisches Gefühl, weil eigentlich ist immer irgendwas. Man wartet eigentlich auf eine kleine Katastrophe, damit nicht eine große kommt. Genau, tatsächlich. Also es ist wie die Generalprobe beim Theater. Aber eigentlich passiert immer was. Also wir hatten auch schon mal dort, wo eigentlich das Riesenrad geplant war, zwei Wochen vorher haben wir dann festgestellt, da steht plötzlich ein Kran, der auch nicht mehr abgebaut werden kann. Also all solche Sachen passieren. Da muss man rotieren, aber auch das gehört einfach dazu. Ich denke mal, viel Improvisationstalent ist dafür nötig. Ja, Improvisation, ja genau, Improvisation und natürlich ganz viel Ruhe und Geduld. Also wer hektisch wird, wer cholerisch, also zum Cholerik neigt, der ist absolut falsch an der Stelle. Also man muss wirklich die Ruhe behalten, Erfahrenheit ist auch eine ganz gute Sache. Also wenn nicht alle im Team immer neu sind, sondern dann irgendwie auch so ein paar alte Hasen dabei sind, die Neuen dann wieder so beruhigen und alles Wissen dann weitergeben, das tut eigentlich ganz gut. Also unser Team ist wirklich sehr, sehr gut eingespielt und über vieles können wir dann auch lachen hinterher meistens. Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit so einem großen Event wie dem Hafengeburtstag vorher so viel zu tun haben, können Sie das dann eigentlich selber genießen? Gucken Sie sich den Hafengeburtstag auch selber an? Ja, also wir sind tatsächlich, also nicht nur mein Team, sondern auch die Polizei, die Feuerwehr, die Hamburg Port Authority, die Kolleginnen von der Hamburg Messe, die ja unsere Veranstaltungsagentur ist. Wir sind alle ja während des Hafengeburtstages rund um die Uhr hier im Hafengebiet, auch beim Aufbau. Wir haben im Hafenclub an den Landungsbrücken eine Einsatzzentrale, sogenannte Befehlsstelle, von der aus der Hafengeburtstag gesteuert wird. Also wirklich gebündelt alles dort in einem Raum. Da ist es wirklich so, gerade so am ersten Abend und dann bis zum Samstagabend ist es wirklich gespenstig ruhig da, weil alle sind angespannt, es muss ja sehr viel koordiniert werden, dann ist meistens ja das große Feuerwerk am Samstagabend und wenn das vorbei ist, dann ist für die meisten, fällt dann erstmal so ein bisschen was ab und dann ist es auch entspannt. Für uns dann weniger, weil wir als Veranstalter haben dann das Problem, dass wirklich viele, viele Menschen gleichzeitig mit der Bahn wieder nach Hause fahren wollen. Das ist immer noch mal ein anderes Thema. Also wir sind tatsächlich vor Ort. Richtig genießen kann ich den Hafengeburtstag an sich, so wie der Besucher ihn erlebt, überhaupt nicht, weil ich alles mit ganz anderen Augen sehe. Ich kann gar nicht entspannt irgendwo langlaufen. Ich versuche auch alle Veranstaltungsflächen während des Hafengeburtstages mal in Augenschein zu nehmen. Das gelingt mir auch tatsächlich nicht immer, wenn irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut ist, das mal im laufenden Betrieb dann zu sehen, ne? Ja, und nicht nur in der Planungsphase. Genau, es ist ganz wichtig, weil wir planen ja vieles, auch viele Konzepte und müssen dann gucken, passt das eigentlich? Wir machen ja auch viel Try and Error, was anderes kann man gar nicht machen. Auch Veranstaltungsformate, Veranstaltungsflächen, die hinzukommen. Da müssen wir dann gucken, wie wird das überhaupt angenommen, wie läuft das, wie ist das Programm, wie ist die Qualität, derartige Geschichten. Und das ist gar nicht so einfach bei so einer langen Veranstaltungsfläche. Das ist ja vom Museumshafen Övelgönne, das darf man aber nicht vergessen, diese Satelliten auch noch. Dann über die Fischer-Auktionshalle bis dann in die Hafen-City hinein. Also das sind wirklich ganz, ganz lange Wege und man darf ja auch nicht mit dem Auto fahren oder so. Das muss man alles. Und es gibt auch verschiedene Bedürfnisse, ne? Also es gibt ja dann auch
auch so Bühnen wie das Jolly Roger Bühne zum Beispiel und alles, die wieder ganz andere Gäste anziehen als wieder die normalen Sachen. Das alles hat ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, die dann irgendwie gebündelt werden ganz müssen. Genau. Also wir haben die das Familienfest zum Beispiel auf der Michelwiese. Hm. Da geht es natürlich ruhig zu und da soll es alles entspannt sein, wohingegen das bei der Jolly Roger Bühne laut sein darf. Und das muss auch. Da sind auch ganz andere, das ist ein ganz anderes Publikum. Da wird dann eher Bier getrunken. Und wenn man dann weitergeht zur Fischer-Auktionshalle, da ist dann das Familienfest rund um Rewe und dahinter dann, also westlich der Fischer-Auktionshalle, dann das Areal für die schwul-lesbische Community. Also auch da wieder ein ganz anderes Feeling. Und da muss auch auf die unterschiedlichen Zielgruppen ganz anders eingegangen werden. Also man kann über den Hafengeburtstag wandeln und man ist völlig in ganz unterschiedlichen Welten. Also, und das dann auch im Laufe des Tages, ne? Während das am Morgen dann noch so ganz entspannt ist und das tatsächlich dann eher so auf das Wasserprogramm abgezielt ist und viele Touristen auch da sind, wird es in den Abendstunden, wenn es dann dunkel wird, dann eher doch so diese Festivalstimmung. Dann gehen die Bühnen richtig ab. Dann wandelt sich das Publikum dann auch so. Genau, langsam. Dann haben wir auch eher die Hamburger dann hier und auch die jüngeren Leute. Ja. Ne? Also das ist sehr interessant zu sehen. Ja, das ist ja immer, ich komme selber vom Kiez eigentlich, habe viel mit dem Hamburger Berg zu tun. Mhm. Und da wird natürlich auch sowas wie der Hafengeburtstag, so die Großevents werden immer so ein bisschen zwiespältig wahrgenommen. Ja, das Lustige ist bloß, dass ich, wenn ich selber dann mal da unterwegs bin, treffe ich eigentlich dieselben Leute, die vorher gemeckert haben, dann auch mitten im Areal. Genau. Das kenne ich allerdings auch. Und dann, wenn man dann auch Tipps gibt und sagt, okay, du meckerst, du möchtest dieses Getümmel nicht, dann geh doch mit deinen Kindern mal zur Michelwiese. Oder geh doch mal, du interessierst dich doch für Segelsport. Dann geh doch mal in die Hafencity zu den Marco Polo Terrassen. Da können die Kinder sogar selbst auf den Optimistjollen mitsegeln. Und dann kriege ich auch ganz oft ganz tolles Feedback, irgendwelche Videofilme, die dann geschickt werden. Und dann sieht man mal diese ganzen Facetten auch des Hafengeburtstages. Ja, aber mal ganz abgesehen vom Hafengeburtstag, der Hafen an sich ist ja eine Erlebnisfläche für jeden eigentlich, der hier wohnt oder hier zugezogen ist. Und Hamburg lebt ja auch davon, dass Menschen herkommen und das immer wieder neu bereichern. Haben Sie persönlich einen Lieblingsplatz im Hamburger Hafen, den Sie so ungefähr nennen können? Ja, also ich bin ja zugezogen, das muss ich zugeben. Also vor fast 25 Jahren bin ich aus Schwerin nach Hamburg gezogen, also eher vom Binnengewässer dann nach Hamburg. Und habe dann auch lange Zeit auf St. Pauli gewohnt. Also für mich, ich kenne den Hafen sehr gut. Ich bin aber trotzdem eher so ein bisschen wie so ein Tourist, also mit den Augen eines Touristen dann immer noch so unterwegs. Die Elbstrände sind natürlich... Also super, super schön. Da gibt es ja mehrere, also die Strandperle oder dann Blankenese. Ja. Ist zwar nicht richtig Hafen, aber mit Blick auf den Hafen, man sieht die Schiffe vorbeifahren. Ich finde es auch immer wieder schön, mit einer Barkasse nach Finkenwerder zu fahren zum Beispiel. Also früher, als ich noch studiert habe, war das für mich immer im Sommer so ganz klar nach der Uni mit dem Fahrrad runter zu den Landungsbrücken oder zum Anleger in der Fischer-Auktionshalle mit der Barkasse rüber nach Finkenwerder ins Schwimmbad und dort ein bisschen abgehangen und dann wieder zurück. Also es war immer so ein bisschen Urlaub. Ne? Und so richtig Pipi in den Augen bekomme ich tatsächlich immer noch, wenn ich in Süddeutschland bin oder einfach nur im alten Land oder so und ich komme dann über die über die Autobahn, über die A7 wieder rein und dann hat man ja den Blick in den Hafen. Mhm. Das ist einfach so schön. Heimatgefühl, ne? Ja, das ist wirklich, da steht ja auch, also Hafen ist ja Hamburg oder umgedreht. Ja, wobei ich mich immer ein bisschen drüber lustig mache, dass wir, obwohl ich geborener Hamburger in der 8. Generation bin, mache ich mir ein bisschen drüber lustig, dass wir immer sehr maritim tun. In Wirklichkeit wohnen wir natürlich 100 Kilometer vom Meer entfernt. Ja, aber das Möwengeschrei ist das Gleiche und wir haben die dicken Pötte hier. Also ja, das ist schon ein bisschen weltmännisch. Ja. Apropos dicke Pötte, haben Sie ein Schiff, was im Hamburger Hafen immer wieder auftaucht oder was auch hier liegt, was Ihr persönliches Lieblingsschiff ist? Es ist natürlich immer so die, gerade beim Hafengeburtstag, auch immer so diese Mischung. Gerade bei den Paraden, wenn dann wirklich alle Schiffstypen hier auf einmal die Elbe entlang fahren, voran vielleicht das Schiff der Feuerwehr mit den Wasserstrahlen, dann ein Marineschiff und so also ein graues Schiff und dann kommt aber ein majestätischer russischer Großsegler oder ein polnischer und dann irgendwelche Einsatzschiffe von Bundesbehörden. Also das, diese Vielfalt, die finde ich so irre. Und das kann man hier wirklich im Herzen der Stadt, also nicht nur zum Hafengeburtstag, genau, man hat ja die Museumsschiffe hier, auch die Cap San Diego, die Rigma Rigmas. Also das ist also auch immer wieder mal ein Erlebnis gut, hier zum Hafen mal zu gehen. Ne? Oder dann auch, und ich als Organisatorin des Hafengeburtstags komme natürlich dann auch hinter den Kulissen auch immer auf andere Schiffe. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise den Energy Observer hier zu Gast. Da haben wir uns auch sehr, sehr, sehr für eingesetzt und haben uns sehr dafür engagiert, dass er zum Hafengeburtstag kommt. Das ist ein ganz futuristischer Katamaran, der wirklich mit
nachhaltigen oder erneuerbaren Energien angetrieben wird. Also mit Wasser, Wasserstoff, Wind- und Sonnenenergie. Einfach mal ein schönes Zeichen dafür, dass es eben halt auch andere Wege noch gibt. Ja, und das sieht wirklich irre aus. Und wir hatten der lag dann im Traditionsschiffhafen in der Hafen City und wir hatten die Gelegenheit, auch einmal raufzugehen. Mhm. Also sind ja, ein Forscherteam war mit an Bord. Die haben ja eine Weltumsegelung gemacht, also wirklich ohne CO2-Energien. Mhm. Und also solche Sachen, das finde ich immer total spannend. Oder es gab mal irgendwie ein majestätisches Schiff, ich glaube sogar aus der Königsfamilie, aus dem Oman. Und da auch dann hinter den Kulissen mal raufzukommen, super. Die Welt zu Gast in einem kleinen Hafen. Ja, das stimmt, tatsächlich, ja. Frau Hamann, was würden Sie sich für die nächsten Wochen und Monate wünschen? Ja, ich würde mir natürlich einen positiven Aufwärtstrend wünschen. Wir organisieren ja neben dem Hafengeburtstag auch die Domveranstaltung. Der Sommerdom ist ja leider schon abgesagt worden, und wir fiebern natürlich jetzt dem Winterdom entgegen. Und wir hoffen natürlich auf tolle Zahlen vom Robert-Koch-Institut, auf positive Zahlen, sodass wir so peu à peu wieder in einen normalen Alltag kommen, dass wir in den Gebiergärten können, dass wir in die Gaststätten können, dass viele Leute natürlich möglichst gesund bleiben und dass wir dann irgendwann auch wieder unsere Veranstaltungen feiern können, so wie wir es gewohnt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann wieder soweit sein wird. Frau Hamann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Und ich wünsche Ihnen wirklich, dass alles wieder sich öffnet, für uns auch, für mich als Bewohner in Hamburg. Aber wir können ja nur hoffen. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.